consequences that ripple through history? Or are we victims of a predetermined path? Was it chosen for you the day you visited your favorite woods on your 10th birthday? Was it destiny that the royal family were hunting there at the same time? From a tree on high, you watched as Prince Voldar and Princess Osen laughed, talked, and tracked wild animals without a care in the world. And you watched in helpless horror as a stray arrow bolted through the trees, hitting the prince in the chest like a lightning strike. Just like that, the prince was dead. And when the princess found you standing over her brother's dead body, it felt as though the gods were playing a cruel trick on you all. In the panic and confusion, you ran from the scene as fast as your legs would carry you. Fueled by rage and grief, the king demanded the head of any child who fit your description. Fearing for your life, your father asked a friend to bring you far away. Away from the king's wrath. In the middle of the night, you were taken from your home and brought away on horseback. In tears, you called out to your mother, but it was too late. Your old life was over. For years, you hid from the royal family, your resentment growing. You heard stories of your homeland, the rise and fall of a rebellion, the death of the king, and the reign of the evil Queen Osen. But on the eve of your 20th birthday, your guardian, the man who smuggled you out of Carvinia and kept you safe all these years, was brutally killed by a mysterious assassin. As he died in your arms, his hand clutched a coin with a strange sigil emblazoned upon it, a clue. Now, you have returned to your homeland for answers. Through choice or through fate, vengeance would be yours. But how will you fare in a land you no longer recognize? Und damit herzlich willkommen zu Bellride. Der Nico kommt auch gleich, es dauert nur einen Moment. Und ich habe einen langen Ladebildschirm. Von daher bis gleich, ich warte auf Nico. So, da sind wir, ich habe Olaf mitgebracht. Hallo Olaf. Hallo. Oh, ja, toll. Ich habe eine Notiz gefunden. Herndon gilt als das älteste Dorf im Flachland. Doch schon bei seiner Gründung wurde der Grundstein für Konflikte gelegt und so weiter und so fort. Ich habe keinen Bock auf, sorry. Ich bin so ehrlich, wie es ist. Jetzt nichts. Ich kann nicht mal zuhauen. Kann ich irgendwas aufnehmen? Gibt es ja irgendwas zum Aufnehmen? Aha! Ich habe Beute gefunden. Ich habe Münzen, Rübe, Zwiebel, Rübe, Zwiebel. Okay. Was ist das? Zerrissener Zettel. Wir kämpfen, um diese Unschuldigen zu retten, aber das ist schwieriger, wird. Okay. Es kann ja jeder stoppen und lesen. Ja, genau, so würde ich es auch machen. Kann man hier hochlaufen? Nein, ich laufe runter. Mhm. Okay, nee, anscheinend. Oh, warte mal, da ist ein Lagerfeuer. Yeah. Kann man da was machen? Nee. Ja, toll. Okay. Cosmetics. Ah, Gesundheit und Verletzungen habe ich jetzt gerade aufgeploppt bekommen. Achso, Schlafen stellt deine HP her. Begleiter im Kampf. Oh, was? Wenn du oder deine Begleiter in einem Kampf verlieren, erscheinen sie wieder, werden aber für eine gewisse Zeit verletzt. Wenn sie erneut verlieren, bevor sie geheilt werden, geheilt sind, sterben sie für immer. Also wir dürfen, wenn wir verletzt sind, dürfen wir nicht, also wenn wir schon einmal irgendwie in einem Kampf verloren haben und wir dann verletzt sind noch immer, wir haben dann anscheinend einen Status, dann dürfen wir nicht nochmal drauf gehen. Ich habe Zinnerz gefunden. Oha.
Was ist das nochmal für ein Erz? Ich hab einen Rohstein gefunden. Ich nehm einfach mal mit. Stone. Ah, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Ist schon wieder so weit, ne? Ah, warte mal, kann man dies als Holz mitnehmen? Baum. Ich hab eine Okay, wir benötigen ein Tootholz. Bärenstrauch. Nice. Non-stop. Oh. Schneiden benötigt ein Werkzeug. Aber warte mal, kann man jetzt schon... Wir fangen jetzt schon an. Wir sind noch nicht mal im ersten Dorf. Das Spiel sagt wahrscheinlich, gehen sie zum ersten Dorf und was machen wir? Nö. Wir brauchen noch... Ich brauche noch zwei Holz. Dann kann ich eine Axt machen. Hast du schon so viel? Ja, ein bisschen was gefunden halt, ne? Ein bisschen was. Steht auch dran, hat man irgendwie... Ach, das ist so mit Inventarplätzen gemacht, okay. Mhm. Ich hab ne Axt, Alla. Yay. Ich hab... Okay, hier kann man nichts mehr sammeln. Okay, ich hack noch mal schnell hier den Baum ab. Ja, mach das mal, dann kann ich mir auch was machen. Oh, wie viel brauchst du noch? Ich brauche noch voll viel. Ich brauche noch 4 Holz. Okay, Moment, der Baum fällt gleich. Inventar ziehen, oder? Ja, perfekt. Okay. Was machen wir jetzt damit? Achso, weiter. Es geht kaputt, Alla. Warte auf mir. Oha. Nehmen. Oha. Baumstamm. Kannst du den zerpflücken? Oh, nee, warte. Oh Baumstamm Gott. Will ich nicht. Mit dem Baumstamm kann ich nichts machen. Der ist ein bisschen groß. Nehmen wir den mit. Passt schon. Achso, warte mal. Ich habe noch ein bisschen Holz. Wie kann ich dir etwas... Kannst du da noch mal draufhauen? Auf den da? Ja. Nee, das ist... Oder ist das einfach... Achso, das ist wahrscheinlich dann Baum genau. Oder so. Den kannst du so mitnehmen, ja. Warte. Willst du dir auch eine Axt bauen? So. Ja, gerne. Ja, genau. Da ist das Holz runtergefallen. Die Beute vor dir. Ja. Reicht dir das? Brauchst du noch? Nee, mir fehlen immer noch 2. Warte, ich hab noch. Achso, du hast noch. Ich wusste noch nicht, ob es klappt. Nee. Genau 2, bitte schön. Dang. Ich bin mir jetzt eine fette Beere. Oh, Memo. Oh, Memo. Ja. Waffen. 1. Cool. Okay. Okay, jetzt sind wir nicht mehr so ganz so doof. Wenn wir in die Stadt gehen, dann können wir wenigstens sagen, wir sind Holzfäller. Oh, es gibt Flagsnaggen. Du weißt, was das bedeutet. Das heißt, wir müssen, ja, natürlich. Das heißt, wir müssen echt aufpassen, wenn wir dann noch verletzt sind, dass wir nicht kaputt gehen. Genau. Wir sollen... Wie steckt das Ding wieder weg? Danke. Eins, glaube ich, ne? Ich muss mit jemandem reden. Also wir müssen... Sprich mit Dobrun. Also irgendwo da hinten. Siehst du das, oder? Wenn du M... Achso, ja, ja, okay. Ja, stimmt. Ah, ja. Da gibt es auch noch die andere Sache. Junger Mann, warten Sie hier. Stop wandering around. Kann jeder einzeln sprechen? I think we need to talk, traveler. You're a new face around here. A new face is showing up rarely ends well for this village. I have a duty to my village first and foremost. I need to know who you are and why you came here. Ich will euch nichts Böses. Ich bin in die Niederlande gekommen, um Antwort zu finden. Looking for answers, huh? In a perfect world, I could give you all the information you need and you could be on your way. Bekommst du das Gespräch eigentlich mit? Habe ich deine Erlaubnis fast in Deutschland? Ne, ich muss zugeben, ich hatte keinen so frostigen Empfang erwartet. Was soll ich jetzt tun?
Go build yourself a shelter somewhere if you insist on staying in the Lowlands. Come back when you're set up and maybe you can earn your keep. Ist ja nett. Das werde ich tun. Ich habe vor, ihr Vertrauen zu gewinnen auf die eine oder andere Weise. Ciao. Wer braucht dich schon? Wir bauen eine Gebäudekonstruktion, okay? Mhm. B. Okay, das heißt, wir müssen einen gescheiten Platz finden. Huch, wo ist er dann hingelaufen? Ich bin ein bisschen in die... Ja. Okay, also die Stadt beginnt hier, das heißt... auf was müssen wir denn achten dann? Also auf Ressourcen oder auf... Da stand zumindest dran, irgendwas mit Ressourcen und wahrscheinlich Wasser und genug Holz und keine Ahnung. Warte mal, wenn man die Map aufmacht... Ja, okay, man sieht halt noch nichts, gell? Doch. Ach so, Banditenlager, eine Stadt. Mhm. Banditenlager. Ja. Ja, genau, das ist es halt. ich würde einfach sagen, wir laufen mal runter. Ich denke, dass wir uns irgendwo eine Unterkunft bauen und wenn wir die Karte weiter aufgedeckt haben und erstmal drin sind, dann irgendwann entscheiden wir wahrscheinlich, wo wir unsere Stadt bauen, sag ich mal. Mhm. Ja, das ist ein gutes Sonnental. Ach ja. Ich denke nicht, dass die erste Hütte, die wir bauen, gleich... die wird, die wir für immer haben oder so. Warte mal, was kann man hier machen? Flachs, ach du Scheiße. Sag ich doch. Das ist der berühmte Flachsnagen. Ich nehm den mal mit. Und weiß kannst nicht. Du den einfach mitnehmen? Ja, ja. So, bei mir stand dran Werkzeug benötigt. Glaube ich. Oh, okay. Ich guck gerade so ungefähr, wo man... Wollen wir uns einmal erstmal hier hinflanken? Was ist denn Totholz? Das ist einfach nur Holz. Achso, ist auch einfach nur Holz, ja. So, warte mal, die Performance... Ja, hier, nimm doch die schöne Wiese hier. Ja, genau. Ich muss ganz kurz bei mir die Grafik ein bisschen runterstellen, weil es ruckelt schon ein bisschen. Oh, okay. Und das ist ein bisschen nervig. Yes. Gerade, wenn man noch aufnimmt. So. Technologiebaum. Oha. Oha. Okay. Ja, alles das Spiel klar. Startet nicht neu. Okay, pass. Okay. Okay, der Technologiebaum ist ordentlich. Oh, wow. Das hat ja echt viel gebracht. Naja, egal. Ja, der Technologiebaum, der wird uns noch beschäftigen. Okay, also das Bauen ist schon mal sehr nice. Wir brauchen 10 Holz und 6 Flachs. Baustelle platzieren. Oh! Ah, Ressourcen in der Umgebung gut. Okay. Ah. Okay, willst du das machen? Ich? Ja, mach du das einfach mal. Ich weiß nicht, ob... So wie es aussieht, ist unsere Quest ja zusammen. Ja, eben. Okay, Holz. Okay, Holz. Holz. Alles nur Holz, okay. Aber das macht dann keinen Sinn, den Baum abzuhacken. Wo finden wir Holz? Warte mal, man muss doch irgendwie aus diesem Baumstamm... ...muss man doch irgendwie Holz machen können. Ja. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Wir werden es bald sehen. Ein Stamm, der von Nadeln wie Kiefer geerntet wird. Okay, warte, ich glaube, man muss kleine Bäume nehmen, oder? Füge Flachs hinzu und füge Holz hinzu. Okay, ja. Oh Gott, das ist ja... Das ist ja warum kann ich denn so viel Holz hinzufügen? Ich habe gar keins. Kann ich das aus deinem Inventar auch nehmen? Probier mal, ich habe gerade aufgesammelt. Ja, anscheinend, weil ich hab nix. Aber Holz sind diese X. Jetzt hast du nix mehr, gell? Bitte? Jetzt hast du... Doch, nee. Also ich hab noch... Also ich hab ein bisschen Holz gesammelt gerade. Okay. Probier's mal abzulegen. Probier's mal. Ich glaube tatsächlich, dass ich da irgendwie bei dir drauf zugreifen kann oder so. Also du weißt, dieses X, ne? Also diese... Holz sieht ein bisschen weird in dem Menü aus, ne?
Oder kannst du einfach unendlich bauen? Wäre noch viel lustiger. Hä, warum kann ich so viel platzieren? Ja eben, das frage ich mich. Weil ich wahrscheinlich gerade Holz... Ich habe nämlich jetzt Holz im Inventar. Oder geht das... Ich habe keine Ahnung. Wir brauchen auf ich jeden Fall... Ja, ich glaube, wir teilen uns das irgendwie, oder? Kann das sein? Das weiß ich nicht. Okay, probier Flachs. Mal, warte mal, probier mal Flachs zu legen jetzt. Okay, warte. Nee, geht nicht. Ja, okay, also doch nicht. Vielleicht haben wir einen Bug. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich bin wieder zurück. Oh, oh, oh. Das war knapp. Oh, Schmul. Nein, ah, okay. Okay, okay, nein, 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 guck mal hier. Dieser Platz hier. Ja, man legt's da hin und von genau. Da liegt es die Hütte, oder? Ja. Ach, schau, da liegt's ja, schau. Hier. Ja, und wenn ich jetzt hier links drücke, ja. Jetzt, okay, okay, Alex, sag's halt gleich, mein Gott. Ja. Mutti. Mutti. Noch auf der anderen Seite, jetzt wieder. Glaube ich. Keine, I don't know. Was ist das denn das heiße hier, Allah? Ja, okay, ich verstehe. Du belieferst quasi die Baustelle und dann musst du die ganzen kleinen Punkte machen. Mhm. Oh, finde ich okay. Das ist gut. Und es ist geil. Wir machen was. Und, weißt du, meine Story geht auch weiter. So. Ja. Ich, Truhe. Oh, eine Truhe. Ja, ein bisschen. Ja, oh, mein Baumstamm passt nicht mehr rein. Nein! Ich leg mal das Zinn rein. Okay. Also, wir haben eine Siedlung begonnen. Irgendwie... Wir können eine Armee... Alter, wir können einfach eine Armee erstellen. Ich fass es nicht. Jetzt ist die Frage, Forschungstisch oder Lagerfeuer? Warte ganz kurz. Ich sehe gerade, die Bären, die haben tatsächlich eine Haltbarkeit. Okay. Oh. Die gehen kaputt. Oh, oh. Oh mein Gott, also es gibt eine einfache Werkbank, Forschungstisch, Lagerfeuer, Plumpsklo und noch ein Wohnzelt. Ha, ich will das Plumpsklo bauen. Nein. Okay, aber. Ja, ich will sowieso alles bauen, aber okay. Ich habe keine Ahnung, ich würde einfach mal Sachen platzieren. Und das wird am Anfang eh noch scheiße aussehen. Wenn du willst, kannst. Also, weiß jetzt nicht, wie wir das machen wollen. Wenn du Lust hast, kannst du ja gucken, wo du was platzierst. Ich gehe schnell sammeln. Weil ich glaube, ich habe das leere Inventar. Ja, mein Inventar ist jetzt auch nicht mehr so voll. Ich habe da gerade einen Baumstamm hinzugefügt. Okay. Ah, super. Okay, dann never mind. Ich kann ja trotzdem mal. Was hast du jetzt da gerade gebaut? Forschungstisch. Den Forschungstisch, ne? Okay. Forschungstisch, kann man das... Ich sehe das bei mir gar nicht. Kann man das noch... Ah, da steht eine 1 dabei. Das kann man nur einmal bauen. Verstehe. Ah. Warte mal, in diesem Zelt. Können wir da jetzt beide schlafen? Weil... That wie er gut Quests. Ich glaube, ich muss das auch. Also da ist nur ein so ein Schlafsack drin. Warte mal. Vielleicht können wir das dribbeln. Zu früh zum Schlafen, toll, danke. Ja, ja, das geht noch nicht, das habe ich auch gerade gesehen. Ich mach mal die Werkbank. Und das. Ja, aber die Werkbank kann ich jetzt doch nochmal platzieren, oder? Ja. Also das ist die Werkbank, okay. Ach, oder das heißt Werkbank Stufe 1. Weil bei mir gibt es gar keinen Forschungstisch. Oh, oder naja. Ja, also den Forschungstisch. Ah, der ist bei mir auch weg. Vielleicht kann man gerade den noch einmal bauen? Ja, ja, kann ja sein, ja. Mach mal das Lagerfeuer so am Weg. Gott, ey, das Spiel ist so aufregend. Ja, ich finde es eigentlich jetzt nicht so. Schlecht auf die erste. Oh, Alex, eine Lagertruhe. Das macht doch... Das macht Sinn. Das ist doch sinnvoll. Kann man das irgendwie drehen? Okay. Übrigens, weißt du, was ich so interessant finde? Ich habe einen Kommentar gelesen, deswegen wollte ich unbedingt dann, als du das vorgeschlagen hattest, Bellride probieren. Ich habe gehört, das soll Mountain Blade 2 ähnlich werden. Ja, gell, mit dieser Armeenbefehligung und so. Ich musste tatsächlich auch dran denken. Oh, wir brauchen noch einen Baumstamm. Okay.
Ist die... Weiß ich, ja, müssen wir mal. Ist die Werkbank fertig? Nein. Müssen wir mal gucken. Schlafen bis morgen. Naja, wir werden sehen. Wir brauchen Stein.